Leute, es ist soweit. Space Marine 2 ist da und damit das möglichst geschmeidig läuft beim Start, habe ich heute in diesem Video 10 wichtige Tipps für euch dabei, die ihr beachten könnt, wenn ihr wollt, damit ihr möglichst gut durchs Game kommt am Anfang. Bevor wir starten, ganz kurzer Hinweis, mein Figurenshop ist jetzt online, figurenshop.com, schaut dort gerne mal vorbei, tragt euch gerne für ein Newsletter ein, kriegt den Rabatt und da gibt es demnächst dann auch richtig coole Warhammer 40k Figuren. Ein Dreadnought ist zum Beispiel unterwegs, falls ihr solches Zeug feiert. Ich freue mich auf euren Besuch. Jetzt geht's aber los und zwar mit dem ersten Tipp. Ich habe euch eine Tabelle erstellt, wo ihr eine Übersicht habt, welche Klasse welche Waffe benutzen kann. Dies blende ich euch jetzt hinten im Video auch ein. Schaut da gerne vorbei, damit ihr auschecken könnt, was hier am besten zu euch passt. Und hier seht ihr auch anhand der grünen Markierung, dass einerseits die Bolt Pistol und andererseits das Kettensägenschwert von den meisten Klassen benutzt werden kann. Falls ihr also an eurem Progress bei den Waffen arbeiten möchtet und haben wollt, dass möglichst viele Klassen davon profitieren, wenn ihr eine Waffe auflevelt, dann konzentriert euch zu Beginn auf die Bolt Pistol und auf das Kettensägenschwert, denn das überträgt sich natürlich auch auf eine andere Klasse. Wenn ihr also zum Beispiel mit dem Tactical startet und dann das Kettensägenschwert benutzt, dann könnt ihr, wenn ihr irgendwann euch entscheidet, doch den Bulwark zu nehmen, auch vom Levelfortschritt des Kettensägenschwertes profitieren, weil ihr mit dem Bulwark eben auch das Kettensägenschwert nutzen könnt und so direkt auch im Kampf verbessert und verstärkt anwenden könnt. Der zweite Tipp bezieht sich auf die Trials, also die Prüfungen. Jede Klasse hat die Möglichkeit, eine Prüfung abzulegen, beziehungsweise ihr müsst das tun. Und hier werdet ihr einfach mit den Mechaniken der Klasse vertraut gemacht, mit den Stärken und Schwächen, mit dem Spezialskill, den jede Klasse mitbringt. Und das macht ihr in so einer Art Testgebiet, wo ihr einfach kurz ein Tutorial durchmacht. Aber das hat deutlich mehr Wert, als nur diese Mechaniken zu lernen. Ihr bekommt nämlich dafür auch, je nachdem wie gut ihr das meistert, Datenfragmente und Requisitionspunkte. Diese beiden Materialien oder Rohstoffe könnt ihr wirklich gut gebrauchen, um eure Waffen weiter zu leveln und zu verstärken. Das bedeutet, wenn ihr am Anfang möglichst viel Progress mitnehmen wollt oder möglichst viele Ressourcen sammeln möchtet, ohne unglaublich viele Missionen zu spielen, solltet ihr vielleicht aus meinem Angriff nehmen, von jeder einzelnen Klasse diese Prüfungen, also Tutorials zu machen, weil ihr so in relativ kurzer Zeit sehr viele Requisitionspunkte und sehr viele Datenfragmente bekommen könnt. Und das könnt ihr natürlich dann benutzen, um für die Klasse eurer Wahl zum Beispiel weitere Waffen freizuschalten oder diese weiter zu verbessern. Oder wenn ihr euren Gelüsten folgt, natürlich mit den Requisitionspunkten, eure Cosmetics freizuschalten, was ich euch allerdings nicht empfehlen würde, dazu gleich noch mehr bei einem anderen Tipp. Wir kommen zu Nummer 3, nämlich zu den Loadouts. Ihr habt bei jeder Klasse die Möglichkeit, in der Basis 3 Loadouts zu definieren. Das heißt, ihr wählt einfach aus, welche Waffenkombination wollt ihr dabei haben für eure Nahkampfwaffe, für eure Sekundärwaffe und für eure Primärwaffe. Und hier habt ihr 3 Loadouts, die ihr definieren könnt. Warum ihr das tun solltet, erschließt sich, wenn ihr mal in Missionen unterwegs seid. Dort gibt es ab und zu mal Terminals, wo ihr einfach eine Auswahl treffen könnt. Möchtet ihr das gleiche Loadout beibehalten, dann füllt sich meines Wissens eure Munition auch neu auf. Oder wollt ihr ein Loadout wechseln, zum Beispiel, dass ihr sagt, im nächsten Abschnitt erwarten mich viel mehr Monster oder da erwarten mich Bosse, wo ich mehr Einzelschaden brauche, dann könnt ihr einfach hier an diesen Stationen innerhalb von der Mission euer Loadout switchen. Wenn ihr da nichts definiert habt, steht ihr halt da und müsst mit dem Zeug weitermachen, was ihr habt, ganz egal wie die Situation aussieht. Tipp Nummer 4 bezieht sich auf die bereits erwähnten Datenfragmente, die ihr also gebrauchen könnt, um neue Waffenvarianten für eure Klassen freizuschalten. Die Datenfragmente bekommt ihr auf unterschiedlichen Wegen. Wir haben bereits über diese Tutorials, also diese Trials gesprochen, aber ihr bekommt sie auch auf andere Art und Weise. Und eine davon ist
das Auffinden von Servoschädeln innerhalb von Missionen. Ihr seht das im Hintergrund mit Sicherheit auch mal kurz demonstriert. Irgendwo auf den Missionsmaps verbergen sich diese Servoschädel. Da sollt ihr hingehen, müsst ihr aktivieren und dann sammelt ihr dann dementsprechend Datenfragmente. Die braucht ihr, wie gesagt, für die neuen Qualitätsstufen. Und ihr müsst halt schauen, die gibt es in unterschiedlichen Raritäten. Welche Rarität ihr bekommt, hängt meistens davon ab, welchen Schwierigkeitsgrad ihr ausgewählt habt. Das heißt, wollt ihr die höchste Rarität von den Datenfragmenten, müsst ihr tendenziell auch in den höchsten Schwierigkeitsgrad gehen. Tipp Nummer 5 bezieht sich mehr auf das Kampfgeschehen, wie man da taktisch am besten vorgeht. Und eine Möglichkeit ist hier, zuerst wirklich die großen Feinde in Angriff zu nehmen. Das heißt, bei den Tyranids seht ihr, da gibt es ein bisschen die größeren und die kleineren. Anstatt nur auf den kleinen rumzuhaken, nehmt euch lieber gleich direkt die großen vor, haut die weg, denn im Hintergrund im Gameplay seht ihr auch, dass dann meistens so kleine grüne Blitze aufleuchten um die kleinen Monster herum, die dann nämlich verschwinden, sobald der große von der Platte gefegt ist. Das heißt, es lohnt sich wirklich, hier taktisch so vorzugehen, weil ihr euch dann viel Kleingeschreddere ersparen könnt, was das Kampfgeschehen angeht. Tipp Nummer 6 ist eher praktischer Natur. Ihr werdet immer wieder auf Behälter und Kisten treffen, die sich in den Maps befinden bei den Missionen, die zu zerschlagen oder in Souls-like-Manier durchzurollen und kaputt zu rollen quasi. Das lohnt sich, denn darin verbirgt sich oft hilfreiche Munition oder Rüstungsupgrades, die temporär sind für die Mission. Und das kann euch natürlich auch mal sehr hilfreich sein, wenn es brenzlig wird bei Bosskämpfen und so weiter. Das heißt, immer da durchrollen, immer schauen, könnt ihr irgendwo Ammo mitnehmen, also Munition, weil das kann unter Umständen tatsächlich mal knapp werden. Tipp Nummer 7 ist wirklich was ganz Grundlegendes, aber was ganz grundlegend Wichtiges für dieses Spiel. Wie Space Marine 1 ist es auch bei Space Marine 2 so, dass ihr eine Kombination aus Fernkampf und Nahkampf anwenden solltet, um möglichst viel Erfolg zu haben. Diesen Mix zu meistern, das ist eine der großen Herausforderungen von Space Marine 2. Das haben selbst die Developers schon in Interviews gesagt. Denn es gibt ja auch die Mechanik, dass ihr auch Rüstung wiederherstellen könnt, indem ihr einfach Exekutionskills macht. Dazu gleich auch noch mehr in dem letzten Tipp ist es, glaube ich. Aber ihr solltet einfach darauf achten, hier eine ausgewogene Mischung zu haben. Warum? Ihr einerseits könnt ihr eure Rüstung wiederherstellen, eben durch Nahkampfkills in besonderer Art und Weise. Und auf der anderen Seite verbraucht ihr zu viel Munition, wenn ihr alles über den Fernkampf regeln möchtet. Denn ihr bekommt nicht Granaten umsonst und in Haufen und massenweise zugeschüttet pro Mission. Und ihr bekommt auch nicht überall Munition her. Deshalb immer schauen, situationsbedingt, wann lohnt es sich in Nahkampf zu gehen, wann bleibt ihr lieber erstmal ein bisschen weiter entfernt und haltet drauf mit Fernkampfwaffen und das einschätzen zu können. Das ist ein kleiner Lernprozess bei diesem Game. Tipp Nummer 8, der schließt sich daran an, was wir ziemlich am Anfang besprochen haben vom Video, nämlich die Requisitionspunkte, also diese goldenen, wie auch immer, Symbole. Ja? Mit denen könnt ihr eure Waffen verbessern, aber ihr könnt sie auch für Cosmetics ausgeben. Wenn ihr also zuerst mal die Cosmetics anschaut und sagt, hey, ich habe doch jetzt diese Requisitionspunkte und dann alles schon für Cosmetics ausgebt, dann habt natürlich keine Requisitionspunkte mehr, um eure Waffen weiter zu verbessern. Und das zu verbessern lohnt sich natürlich extrem, weil die Waffen deutlich stärker werden und dann in den höheren Schwierigkeitsgraden sehr stark dafür verantwortlich sind, dass ihr gut und besser durch die Mission durchkommt, mehr Schaden verursacht, mehr Magazin habt, zum Beispiel mehr Präzision beim Schießen und so weiter. Das heißt, mit den Requisitionspunkten erstmal aufpassen, erstmal schauen, wie viel Cosmetics wollt ihr euch jetzt gleich direkt holen für diese und jene Klasse und was braucht ihr vielleicht, um Waffe X oder Y weiter nach vorne zu bringen. Tipp Nummer 9 bezieht sich auf die Missionen, die ihr in den Operations spielen werdet. Ich weiß nicht, ob es in Kampagnen auch diese Mechanik gibt, aber auf jeden Fall in Operations gibt es auffindbare Guardian Relics und Gene Seeds. Also das sind so quasi zwei Varianten von Kanistern oder solchen Blöcken, die ihr finden könnt, sage ich jetzt einfach mal so grob. Und ihr müsst euch da entscheiden. Ein Guardian Relic lässt euch eine kostenlose Wiederauferstehung haben für euch selbst. Das heißt, wenn ihr wirklich eure Rüstung verliert
und eure Lebenspunkte verliert und dann quasi down seid, könnt ihr euch mit einem Guardian Relic selbst wieder auf die Beine bringen. Das könnt ihr allerdings nur einmal, das heißt, das Guardian Relic wird dann verbraucht und ihr müsst erst wieder ein neues finden, damit ihr selbst wieder eine neue Wiederbelebung habt in dieser Mission. Dann gibt's aber, wie gesagt, diese Gene Seeds, ich weiß nicht, wie sie übersetzt werden im Deutschen, die könnt ihr ebenfalls finden und wenn ihr ein Gene Seed wählt, dann droppt ihr automatisch ein Guardian Relic, falls ihr das schon aufgesammelt habt. Was hat es mit den Gene Seeds auf sich? Wenn ihr diesen Kanister, sage ich jetzt mal, bis zum Ende einer Mission bei euch tragt und sozusagen auf dieses kostenlose Revival verzichtet, dann bekommt ihr Bonus-Erfahrungspunkte. Ist natürlich mehr Risk, vielleicht aber auch mehr Fun und dann im Endeffekt auf jeden Fall mehr EXP für euch. Und last but wirklich not least, schön gedenglischt, haben wir zum Schluss noch die Anmerkung, dass ihr wirklich auch schauen solltet, was euch auf dem Bildschirm angezeigt wird, was Parieren und Ausweichen angeht. Dieses türkisene Kreissymbol, was ihr im Hintergrund seht, steht dafür, dass ihr diesen Angriff parieren könnt. Das sind also eher die leichteren Angriffe. Und wenn ihr da im richtigen Zeitfenster den richtigen Button drückt, dann könnt ihr diesen Angriff parieren. Bei kleineren Monstern ist das verheerend, aber ihr könnt einen Konterangriff fahren, der euch auch keine Munition kostet und wirklich ordentlich Schaden anrichtet. Das heißt, diese Funktion zu benutzen, sehr empfehlenswert. Ausweichen könnt ihr oder müsst ihr bei diesen goldenen Kreisen, Gold, Gelb, wie auch immer, denn diese Angriffe sind stärkerer Natur. Das heißt, ihr könnt diesen Angriffen nur ausweichen, ihr könnt sie nicht irgendwie grob ab. Blocken. Und dementsprechend müsst ihr da aus dem Weg gehen. Das kommt meistens bei den größeren Viechern, die dann mit verheerenden Angriffen unterwegs sind. Das heißt, hier immer zur richtigen Zeit den richtigen Button zu drücken. Achtet da auch auf die Nahkampfwaffen, die ihr dabei habt, denn die haben unterschiedliche Möglichkeiten, Angriffe zu parieren. Manche Klassen sind besser beim Parieren, haben ein längeres Zeitfenster beim Parieren oder profitieren noch weiter von der Funktion parieren durch Lebenswiederherstellung zum Beispiel und so weiter. Das heißt, achtet wirklich auf diese Funktion und wie das im Interface auch angezeigt wird. Ich werde euch das hinten im Gameplay eingeblendet haben. Manchmal ist da auch so ein Pfeil, wenn das Monster aus der Sichtweite ist, wo ihr dann trotzdem sehen könnt, hey, da irgendwo von hinten oder weit von rechts oder weit von links möchte mich ein Monster anspringen und dann richtig den Button zu drücken. Das kann euch manchmal wirklich von Vorteil sein. Und damit schließe ich dieses Tipps und Tricks Video für den Beginn von Space Marine 2. Ich hoffe, es war was Nützliches für euch dabei, Leute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Game. Und dann sehen wir uns vielleicht bei einem anderen Video bald wieder. Like das gerne, teilt das gerne, würde mir helfen und sagt es weiter. Und lasst natürlich gerne einen Kommentar da, wenn ihr Bock drauf habt. Haut rein und ciao.